Genau. Willkommen bei Qudir Group. Mein Name ist Qudir Mohammed. Genau, das habe ich auch so ausgewählt, dass mein Geschäft oder halt meine Werkstatt auch so meinen Namen bekommt. Einfacher, eigentlich ganz am Anfang dachte ich, einfacher für Freunde, das zu finden. Hi, hallo. Hi, Salam. Okay, dann warte ich kurz, dass ihr ein bisschen reinkommt. Es ist schön, dass ihr sich, dass jeder sich meldet, wenn irgendwie online ist. Hi, hallo. Ja, dann beginne ich jetzt nochmal. Okay, dann warten wir lieber 10 Sekunden. Ja, dann nochmal so vom Beginn. Jetzt kann ich anfangen. Ja, willkommen. Hier ist Qudir. Qudir, eigentlich Qudir mit K. Qudir Mohammed in Berlin. Kuvri-Straße, das ist am Schlesisches Tor in Kreuzberg. Ihr seid jetzt hier in meiner Werkstatt im hinteren Raum, wo ich jetzt sagen wir meine Instrumente baue oder auch restauriere. Es gibt auch den vorderen Raum, zeige ich auch euch später, da wo ich eigentlich auch meine Ut vorstelle. Genau, ich würde auch gerne, falls ihr auch so Fragen stellt, dann geben wir vielleicht so 5 Minuten oder 10 Minuten. Ganz am Ende, dass ich da sozusagen die Fragen sehen kann. Weil wenn ihr irgendwie Sachen fragt, dann würde ich irgendwie hochscrollen, dann würde ich die sehen. Ich habe jetzt ein paar Sachen hier bei mir vorbereitet, aber um euch wirklich willkommen, würde gerne ein bisschen Trommel, also einen Rahmentrommel, das erstmal. Ein ganz ein Rhythmus, den ich sehr, sehr mag. Samai. Ja, das ist nochmal dann beginne ich. Vielleicht seid ihr auch Menschen, die auch so schon gut spielen oder auch gut anfangen oder einfach Interesse daran. Danke. Ich habe jetzt, sagen wir, so Sachen, so sagen wir, wir können auch so erstmal welche Teile für dieses Ut oder für dieses Musikinstrument, die man, sagen wir, von Anfang an bis zum Ende. Ich kann das kurz erstmal, der Ablauf ist ein bestimmter Ablauf, wie man auch sozusagen die Teile erstmal vorbereitet, und dann sozusagen diese Teile zusammen. Gestellt, dass man auch am Ende jetzt sagen wir, was ein Ut rauskommen sollte, was wir erklären. Hier habt ihr, ich kann es auch so, ein Biegeisen. Das ist sozusagen, man hat auch so
diese Brettchen erstmal für den Korpus. Ich rede über den Korpus, die Schale. Man hat auch sozusagen dieses Bretter, die man auch eigentlich biegen muss, um den Form zu haben. Da ist ja, sagen wir so, früher haben wir es auch mit Feuer, man kann es auch dieses Holz feuchten und dann irgendwie mit dem Feuer wird es auch weicher oder mit der Feuchtigkeit und Feuer wird es weicher. Ja, und dann kann man den auch ein bisschen formen. Und um genau den Form da zu sagen für ein Hut, braucht man sagen, jetzt in der Zeit zum Beispiel sowas habe ich auch selber mir sagen, oder habe ich selber gebaut, wo es auch sozusagen elektrisch geht und dann auch sozusagen die Szene auch so ganz gut auch so pressen. Ja, weil nach der Wärme. Das heißt, die Wärme kommt von unten und die hört, dass sie jetzt zum Beispiel hier schon geformt. Wir haben hier zum Beispiel eine fertige Schale. Und diese Schale hat eigentlich natürlich so ein Prinzip eigentlich wie ein kleiner Hut. Man sieht auch sozusagen vorne und hinten sind Klotze. Und diese Bretter, die man gebogen hat, würde man auch so in einer bestimmten Form symmetrisch, das ist sagen, die man die Bretter sozusagen, man sagt Späne. Und diese Späne würden man miteinander geklebt. Ne? In die Richtung zum Beispiel. Da habe ich und natürlich, man braucht auch sozusagen von hinten ein bestimmtes so dieses Klotz, um dies sozusagen miteinander zu befestigen und dann vorne auch so ein. Der irgendwie auch so ganz vorne. Wo es auch danach der Hals hier kommen wird. Was das auch, sagen wir, wie viele Stücke, kann fragen auch Leute zum Beispiel, wie viele Stücke zu sagen, ist ein Korpus oder diese Schale aufgebaut. Früher waren die Uten noch kleiner. Da hatten, doch, und genau, da hatten die Schalen so ungefähr 9 Stück, aber ein bisschen viel breiter. Dann hat sich auch so entwickelt, dass es bei 13 Späne und sagen wir, letzten Jahrhundert war es auch bis dieses Jahrhundert 15 Stück. Und inzwischen bauen man die noch mit sozusagen 17, 19, 21 Späne. Das heißt, die werden immer noch dünner. 15 bevorzuge ich auf jeden Fall immer noch. Und genau, das Wichtige ist zu sagen, warum sind diese Zahlen, ist es eigentlich so, man beginnt mit dem ersten in der Mitte und dann, dann wird man sozusagen die Späne von rechts oder von links dann kleben nacheinander. Dieser grobe Arbeit, natürlich würde man auch so die Dicke jetzt sagen wir, man würde auch so danach ein Drittel bis die Hälfte oder ein Viertel bis, bis zur Hälfte dünner machen, sozusagen runterhobeln. Ne? Was noch danach kommt, wird sagen eigentlich der Hals. Hier, der ist jetzt schon mal geformt.
Und der Hals ist auch sozusagen in verschiedenen Teilen. Da hat er auch so den Griffbrett. Und dann der Hals. Und hier ist einen Wirbelkasten. 11 sind es jetzt, sagen wir, mindestens inzwischen. Ein paar Regionen spielen immer noch mit 10 Wirbel, das heißt 5 Doppelseiten. Oder halt eigentlich jetzt ist es eigentlich am meisten 11 oder 12. Aber am meisten, sagen wir, 80% von den Uti gespielt werden, sind bestimmt so mehr als 80% mit 11 Wirbel, das heißt 6 Seiten, die Bassseite dann einzeln. Einige machen die Bassseite doppelt. Da ist eine andere Stimmung. Und genau, deswegen sind dann 12 Wirbel. Dann ist es sozusagen dieser Form, wird auch so zusammengebracht mit der Schale. Da gibt es sozusagen einen Dübel oder gibt es auch sozusagen ein Zapfenrichtung, wo man auch so in die Richtung, wo man den dann reinsetzt. Und es gibt dieses auch die andere Möglichkeit, dass man einfach einen Dübel runter. Was dann, wenn wir sozusagen alle diese Teile jetzt erstmal die Schale und Fall, dann kommt es für die Decke, was ganz vorne ist, das Gesicht, sagt man auch auf Arabisch, Lutsch, oder der Brust, Sadr. Das hier zum Beispiel ist eine Fichtedecke. Das sehr, sehr, sehr wichtig ist zu sagen, dass die Jahresringe so nah miteinander. Das heißt, es muss diese Fichte auf jeden Fall mindestens in die Höhe so Meerspiegel bei 900.000 mindestens Meter. Für Bergen, wo es auch sozusagen der Winter noch länger ist. Hier in Europa haben wir natürlich die im Alpen. Sind die Begersten. Dieses, was auch sehr wichtig bei der Decke, dass man zu sagen, okay, man sieht, das ist ein Teil, die man danach in der Mitte zu sagen sägt, dass ich zu sagen so genau wie ein, dann wäre so wie bei einem Buch, wo man jetzt so mit zwei Blättern, genau, das sind die sozusagen ganz einheitlich. Die wird man auch in der Mitte kleben. Dann hat man das hier. Und dann wird dann natürlich der Korpus, der draufkommt, und es gibt auch sozusagen ein Experiment gewesen, wo auch sozusagen jemand hat, einen Gitarrenbauer, der auch so einen Gitarre oder so gebaut hat, wo es auch, um es zu zeigen, dass die Decke die am allerwichtigste für den Sound, für den Klang, das Instrument, der hat eigentlich so einen Korpus aus Pappe. Und die Decke, eine ganz tolle Decke, und die Leute haben wirklich sich erstaunt, wie der Klang war, super und so, aber dann hat er denen erzählt, eigentlich, wie der Korpus aus welchem Material war. Aber halt dann, es ist eigentlich, okay, man sagt es, um nur zu, ich sage es nur eigentlich, um einfach nur zu sagen, okay, die Decke ist wirklich ein sehr, sehr wichtig, aber der andere Teile auch alle. Holzhut ist eigentlich auch ein Hut, ist ein Holzinstrument, komplett aus Holz. Und genau, da hat man irgendwie mit der Decke, dann sind auch Brücke hier darunter, die man dann nicht sieht. Das ist jetzt sozusagen im Inneren vom Instrument.
Und dann kommen die Schalllöcher, sozusagen im Eisatz zum Beispiel hier, wo man sozusagen einige gibt, wo es sozusagen gut mit einer oder mit eine große und dann zwei kleine, dann sind drei. Es gibt auch so diese Ovale, die auch inzwischen sehr begehrt ist im Design. Ne? Es gibt Regionen, so, wo es auch sozusagen einen bestimmten Design bevorzugen. Natürlich gut ist auch verbreitet, wo es jetzt sozusagen von Armenien oder auch sogar in China und es gibt auch natürlich, wo es sehr, sehr begehrt ist. Im Nahosten, Nordafrika auch sehr, einige afrikanische Länder haben es auch, aber halt sehr, sehr begehrt, Nahosten, Nordafrika, sehr, sehr. Golfstaaten natürlich auch. Die Produktion findet auf jeden Fall ganz, am meisten im Nahosten, Türkei, Persien auch dort, Iran. Das ist jetzt erstmal, was die Teile, die man dann am Ende sagen, sowas am Ende bekommen würde. Okay, dann ist es auch natürlich den Seitenhalter oder der Steg. Ist auch ein sehr wichtiger. Es gibt auch jetzt inzwischen, auch wie bei anderen Instrumenten, auch zum Beispiel wie bei Gitarre. Zum Beispiel der ein Steg, wo es auch klassische Gitarre eigentlich sozusagen, wo es der Steg ist geklebt und ist fest. Und dann gibt es die anderen Modelle, wo es jetzt sozusagen dass der Steg von unten und ist nicht geklebt. Genau, hier haben wir sozusagen mit dem Korpus und der Hals. Wirbelkasten, Griffbrett. Ja. Spiele ich später ein bisschen. Was noch wichtig für euch auch zu wissen, okay, mit was klebt man? Es gibt auch so, was ich sehr bevorzuge, zu sagen, ein Leim, Knochenleim oder Hautleim von Tieren, kristallisiert. Die tut man eigentlich Wasser im Wasser und dann kann man den wärmen. Das ist ein Warmleim. Und das ist Jahrhundertkleber, die wirklich. Es gibt auch natürlich jetzt inzwischen synthetische Sachen, aber halt habe ich alles probiert. Das ist auf jeden Fall der Beste. Für den Finish benutzt man auch sozusagen, oder ich benutze immer noch diese Shellac. Das ist auch so kristallharzmäßig, die man in Alkohol ein paar Tagen sozusagen übernächtet und dann würde es sozusagen gefiltert. Dann ist sozusagen aus das ein, dann entsteht ein Lack oder für den Finish. Ne? Okay. Ich komme langsam ein bisschen zu Ende. Vielleicht noch zwei, drei Sachen für die Oud-Spieler oder die Oud spielen wollen. Was ist für euch auch zu Acht zu geben? Was ist ein Hut? Natürlich, wie gesagt, so diese Decke ist auf jeden Fall sehr wichtig. Aber jetzt sagen wir so, wenn die Saiten geht. Die Saiten ist es auch wie jede Instrument. Ich hoffe, dass ihr es auch von hier seht. Die Saitenlage. Die Saitenlage ist die Luft, sagen wir, zwischen Holz oder der Griffbrett und die Saite. Und das sind eigentlich ungefähr 3 mm. Nicht tiefer. Manche bevorzugen sagen, oh, ich würde es auch ein bisschen tiefer, dann würde es sattern oder halt auch am Holz. Der Griffbrett ist wertlos, hat
machen wir gar keine Bünde. Was jetzt haben wir auch für zum Beispiel Streicher oder so, die auch sehr schön da im Mikrointervall spielen gehen können. Was noch zu beachten bei einem Ud, wenn man jetzt sagen wir so sieht, okay, oh, die Seitenlage ist zu hoch oder zu tief, man kann es auch hier ein bisschen versuchen, bei der Seite zu sagen, hier tiefer oder höher machen. Genau, lassen wir ein bisschen jetzt einen Klang für euch. Und dann kann ich euch eine kleine Runde in dem vorderen Raum zeigen, was für Instrumente. Und dann könnt ihr auch irgendwann noch ein paar Fragen stellen. So. Zack. Nur ein klein bisschen. Da haben wir jetzt erstmal nur den Klang. Ich sehe, wir sind fast zu Ende. Ich nehme euch einfach kurz vorne mit zu dem Laden. Da könnt ihr einfach ein bisschen schauen. Aber hier, wir haben jetzt, sagen wir, was sozusagen hinten als Werkstatt. Dann gehen wir jetzt langsam nach vorne. Genau. Es gibt auch sogar eine Bücherecke bei mir.
Hier sind die Instrumente, sozusagen. Es gibt auch eine Produktion inzwischen, wo ich auch geschafft habe, sagen wir, auch günstigere Oud oder halt für Leute, die jetzt, sagen wir, nicht so oft mit dem Oud spielen. Dann habe ich dort auch so ein bisschen mehr Qualität oder halt noch andere Modelle. Verschiedene Instrumente auch. Ich mag auch sehr Perkussion. Habe ich auch so eine Ecke. Aber Hauptsache eigentlich bei mir ist zu sagen, auch so sehr viel mit Oud beschäftigt. Auch so der Laden ist jetzt, sagen wir, für Berlin auch so für mich auch ein ganz im Herzen und versuche auch da dieses Instrument auf jeden Fall für verschiedene Geldbeutel, auch so für verschiedene Spieler oder halt Profi oder Leute, die auch sozusagen Zweitinstrument, Drittinstrument, Hauptinstrument als Oud. Hey, genau, es hat mich super schön gefreut, dass ihr auch dabei seid. Gewesen. Vielen Dank. Und ja, ihr könnt jederzeit anrufen oder hier vorbeikommen, gerne. Beratung oder halt auch so einfach mehr Fragen oder genau. Jo, wir haben jetzt noch eine Minute, 2 Minuten vielleicht höchstens. Falls ihr kurz Fragen habt, dann kann ich versuchen, da vielleicht was zu beantworten. Okay. Hallo Mohamed, vielen Dank für die Präsentation. Ja, Ich gerne. glaube, du hast schon ganz viele Fragen beantwortet während der Erzählung. Aber hier ist eine letzte Frage vielleicht. Wie sind die Saiten gestimmt? Wir sind jetzt, sagen wir, noch live. Ne? Die Leute hören noch. Ja. Ah, okay, genau. Was die Saiten, das kann ich auch ganz schnell beantworten. Es gibt zwei Hauptstimmungen. Die eine, die ganz, ganz oft gespielt ist, ist diese Stimmung, wo auch sozusagen für 6, ich beginne von hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einige gehen auch runter, aber halt am meisten von einem Satz, Seitensatz, dann sind die von 1 bis 6 gezählt und dann beginnt man mit der höheren Saite. Hier haben wir zum Beispiel diese C oder Do und dann ein G oder Sol, ein Re, D, ein La, ein A. Hier kann man auch ein G oder ein F, ein Sol oder ein A. Und dann hier ganz am tiefsten kann man ein Do oder ein E oder eine D sogar wählen. Verschiedene, aber hier die tiefsten, hier sagen wir ein A und ein C. Das ist das, am meisten benutzt. Es gibt die andere Variation von der Stimmung, wo es wirklich nur ein Ton höher ist. Das heißt, statt C oder Do macht man Re. Und dann hier statt G oder Sol, da macht man ein La, ein A. Statt Re, Mi, statt La, ein Si oder statt Fe, ein Fa Diez, Do, das wäre auch ein gutes. Das ist eigentlich die beiden wichtigsten Stimmungen. Dann es gibt eine Ergänzung für die beiden. Das heißt zum Beispiel, wenn ich diese 6 hier beginne ich mit diesem Do oder C. Es gibt dies auch sozusagen die Möglichkeit, dass man noch eine höhere Saite nimmt. Und dann hat man sozusagen ein Fa, ein R. Und dann kommt ein Do, ein C, G. Und dann hat man diese Basssaite, weil die am meisten der Oud, hier dieser Oud ist ein 7er. Deswegen habe ich jetzt beide Stimmungen auf einem Instrument. Aber halt,
wenn man jetzt nur ein U, der jetzt sozusagen für 6 gestimmt wird, sozusagen nur 6 Doppelseiten hat, dann hat man sozusagen die Möglichkeit, sozusagen mit F anzufangen, mit der Höhe und dann bis zum F oder Fa, bis zum Tiefen, oder halt dann beginnt man mit C, Do, bis zum Do, C, Tiefen. Ja. Also von C zu C, F zu F. Das ist das Gleiche, was am meisten bekannt ist, sozusagen die andere zweite Stimmung, die mit einem Ton höher ist. Das heißt, was am meisten in der Türkei, Armenien benutzt wird. Genau. Mehr Fragen gerne, könnt ihr auch vorbeikommen. Ja, leider, jetzt schaffen wir die Fragen nicht, aber das war wirklich sehr interessant. Und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und wir bleiben in Kontakt und alles Gute für Sie. Ja, vielen Dank für euch alle. Ciao. Wiedersehen.